Hey, schön, dass du eingeschaltet hast, genau passend zur neuen Folge Rising World. Ja, wir machen direkt da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben, genau, letztes Mal. Also beim Haus demolieren? Ja, genau, beim Haus demolieren, das wollte ich gerade sagen. Und ja, bei mir regnet es gerade so ein bisschen rein, weil ich habe nämlich das Wichtigste vergessen, nämlich das Dach. Das, du brauchst kein Dach. Doch, natürlich brauche ich ein Dach. Den brauchst du nicht? Doch. In? Doch. Nein. Doch. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Verdammt! Was ist denn das hier für ein Schiss? Bauen wir jetzt auch so ein Tiny House, so von den Simpsons hier, Willys Hütte. Wirklich? So ein hässlich. Wie du. Mach doch gar nicht so Willys Hütte. Ja, in deinen anderen Rising World Videos. Das war ein richtiges Wohnhaus, ja. Das war, also... Die Staffel 1. Nein, ich hab den falschen Putz gebaut, bin ich verrückt? Ich fang zum Heulen. Aber bitte nicht im Video. Das ist schon ein bisschen peinlich, wenn du jetzt hier weinst. Ja, meine Zuschauer da, die sind schon abgehärtet, was das angeht. Die kennen das schon von dir, gell? Ja, natürlich. Gut. Ja, ich brauche einfach nur eine Schachtel hin. Ich brauche keine Fenster. Fenster werden eh überbewertet. Ja. Nutzt die eh nicht. Da kommen eh nur Einbrecher rein, ohne Fenster. Kann man eh nur reinspannen. Das braucht man alles nicht. Ja, am besten machst du auch nicht einmal eine Tür rein. Ja, doch, die muss sein, sonst kann man ja leider nicht in die Schachtel kommen, weißt du? Doch, kannst ja dein Haus gegenständig demolieren und dann, Ja, hättest du wohl gerne. Ja. Schön wär's. Du kommst eh in diese exklusive Hütte nicht rein, ja? Ja, du kommst in meiner exklusive Hütte nicht rein. Das ist nur für coole Leute, ja? Ja, bei mir ist es für extra coole Leute. Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ganz deine Single-Hütte, deine... Wer sagt, dass das eine Single-Hütte ist? Die wird so eine richtige Single-Bude, so eine... Vielleicht schon mit so Nerd-Kram dann drin. Was ist für dich ein Nerd-Kram? Ja, keine Ahnung. Was soll ich sagen? Es gibt so viele. Keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts ein. Aber Hauptsache ist gleich hier. Ja, doch so, also jedem Designer, gell, aber so übermäßig viel Minecraft, weißt schon, souvenirmäßig. Weißt schon, was ich meine, so. Da komm, ich hatte damals aber auch Minecraft ein bisschen hängen an der Wand. Ja. Ja, was du gezeichnet hast. Ja, ich kann auch gut zeichnen, danke. nee, ich meine, das war ja nicht übertrieben viel. Ich sag, wenn es übertrieben viel ist. Aha. Manche haben dann so Köpfe und so ein, also, ja. Hätte ich auch gerne. Nein, hättest du nicht. Doch, hätte ich schon. Okay, jedem das seine. Kein Kommentar, nicht was. Ja, das war der letzte Stein, cool. Cool, das finde ich auch cool. Ach du Heilige. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Jetzt bin ich aber neugierig. Jetzt bin ich ganz neugierig. Lass es lieber. Sonst muss ich dir nur wieder helfen. Warum? Mit was denn? Ich sag nur, als ihr in der Höhle wart und ich kommen musste und nee, ihr wolltet, dass ich komme, um euch irgendwie zu helfen. Ja. Und sowas. Und? Mir fällt auf, ich habe den Standardsatz am Anfang vergessen. Hallo, oder was? Nein. Das oben rechts ein I ist, was jetzt aufgeht mit den ganzen Rising World Videos, die ich auf meinen Kanal hochgeladen habe.
Da hat er vergessen, das ist normalerweise Standard in meinen Kopf reingebrannt. Kannst du da noch sowas einfügen, so, ja Leute, ich habe was vergessen? Nee, das meine ich auch wieder nicht. Ja, das ist wieder, nicht. Das ist wieder zu primitiv. Ja nicht. Nein, ich habe das falsch gebaut. So, jetzt. Jetzt bin ich gespannt, ob das geht. Ja, sag's halt noch 30 weil in, Mal. In Minecraft geht das nicht, was ich vorhab. Wird das in Rising World gehen? Das sehen wir in der nächsten Folge. Nein, Spaß. Ha! Ha. Na, der war gut, ne? Ne? Nein, das geht auch nicht. Was für ein Scheiß. Wann wollen wir eigentlich in diese Höhle da gehen? Weißt du schon, wo wir ja... Ja, so weit sind wir noch nicht. ...wir mal so entdeckt haben. Nein, das geht auch nicht. Hey Mann, du bist doch schon, du bist voll bereit. Ich habe mein ganzes Equipment verloren. Hast du das schon wieder vergessen? Ah, stimmt. Ja, geht schon. Wir müssen ja auch Opfer bringen. Du gehst einfach raus und du hast ja eh kein Equipment, also passt ja alles, wenn du wieder stirbst, das ist ja nicht so schlimm, siehst du? Problem gelöst. Das ist schlimm. Dein Problem kann ich leider auch nichts. Verloren hast, weil du nicht aufgepasst hast. Nee, es war, glaube ich, irgendwie so ein Bug oder so. Ich weiß nicht, ob da ein Loch in der Welt war, weil es nicht geladen hat. Ja, irgendwas muss ja schuld sein, gell? Stimmt ja. Ja, irgendwas war da. Ich habe das irgendwie so in Erinnerung. Ich weiß es aber nicht mehr wie. Ich leide nämlich auch unter Gedächtnisschwund. Da muss man auch ein bisschen Erbarmen mit mir haben. Oh, Gedächtnisschwund, ja. Mhm. Nennen wir es Gedächtnisschwund. Wie willst du es sonst nennen? Dummheit? Ich gebe dir gleich Dummheit. Nein. Aber vor allem meine Zuschauer würden dir da noch recht geben. Sie hat voll recht. Ja. Ach ja. Die Zuschauer, das bin doch eigentlich nur ich, oder? Nein. Nein. Was? Weil es wäre mal neu, dass du in der Schweiz beispielsweise lebst. Ja, du weißt viele Sachen nicht von mir. Ah. Cool. Komm jetzt wieder raus? Achso. So, und kann meine Zuschauer beruhigen, ich werde nicht 30 Folgen jetzt an mein Haus bauen. Ich werde da auch mal versuchen, da mal Offcam was zu dran zu schieben. Oder halt dazu. In die andere Richtung. Danke. Mann. Boah, ich habe voll die geile Idee. Ich mach auf meinem Haus, weißt schon, so als Dach, so eine Plantage, weißt du schon, wegen Grün und so, wir müssen ja. Umwelt und so. Ja, habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt. Genau. Wir müssen ja darauf achten, das ist ja wirklich wichtig. So. Aber jetzt mal Real Talk, ja. Was hier alle protestieren ja oder sind hier mit so Klimawandel. Es gibt, aber keiner protestiert gegen Sandmann. Weiß, die Erde hat auch immer weniger Sand. Und was macht der Sandmann währenddessen? Verstreut immer mehr Sand. Ja. In die Augen der Kinder. Und das sind bis jetzt schon hier mehrere Milliarden Tonnen. Okay. Ich frage jetzt nicht, woher du das hast und wie du darauf kommst. Hab ich mal gesehen. Ja, das ist so eine Umweltsau. Böser Sandmann. Und den haben wir früher geschaut. Ja, die Umweltsau. Da protestiert keiner gegen den Sandmann. Das gehört abgesetzt, die Sendung. So. Nee, das kann man ja nicht machen, weil doch die Lieder so schön sind. Ah. Ah, das geht nicht. Ja, ZDF oder ARD, ich weiß gar nicht, wer das machen. Haben dann kein Hier-Abend-Programm mehr. Ja,
das kann man sich auch sparen, ehrlich gesagt. Sandmann. Ich weiß nicht, das war so voll der Müll eigentlich, wenn man mal so genauer nachdenkt. Ich glaube, jedes Kind hier hat das in Deutschland hat das schon mal gesehen. Zumindest das Kind, was in Deutschland aufgewachsen ist. So. Zack. Hey, cool, wenn du da dein Haus fertig hast, kannst du den Sandmann einladen. Nee, die Umweltsau kommt nicht rein. Hallo, du kannst dich doch jetzt nicht beleidigen, oder? Nimmst du dich eigentlich nicht, ha? Ja, warum? Das schätze ich doch auch nicht hier. Sand wird immer knapper, wir Menschen können immer weniger bauen, nur weil der Sandmann das in Kinderaugen verstreut. Genau. Ja. Ich glaube, das wird die langweiligste Folge ever. Wir reden über den Sandmann. Ich weiß schon, wie ich das Video nenne. Sandmann, die Umweltsau oder so. Jetzt sofort wieder rausgenommen. Ach. Der YouTube-Algorithmus mag mich eh nicht. Zum Beispiel über die Gary Smott-Videos, die wir da hochladen, da. Oh ja. Könnten wir auch mal wieder machen. Wir haben ja auch schon länger nicht mehr gemacht. Da habe ich auch mal Bock drauf. Ja. Mag YouTube auch nicht so gerne. Das sind Waffen. Da tötet ihr euch gegenseitig. Das wird mir nicht gut. Machen das die anderen YouTuber? Naja. Aber auch bei den anderen ist es so. Naja. Und vor allem dieses blöde Kopper. Ständig muss ich meine Videos angeben. Ist das speziell für Kinder? Ja oder nein? Geht mir so auf den Senkel. Bei jedem Video muss ich das angeben. Und immer, nein! Alter, jetzt komm doch da raus. Was ist denn das jetzt? Brigitte, mein Gott. Warum, du heißt doch schon Brigitte, oder nicht? Ja, ich meine ja auch mich. Ach so. Und nein, ich heiße nicht in echt Brigitte. Nochmal für alle da draußen. Genau, das sind schon Kommentare. Kann die Brigitte mal weniger reden? Brigitte nervt voll. Ja. Macht Brigitte auch YouTube? Oh, Scheiße. Jetzt wird sich, glaube ich, jede Brigitte da draußen gemobbt. Ja. Ach komm, wir haben hier in der Rising World Staffel 2 hier, haben wir auch schon hier Wolfgang gemobbt, ja. Mobben, das ist. Weißt du, wir haben zu Wolfrang. Kann nicht mehr reden. Zu Wolfrang. Wie heißt denn das? Wolfram, genau. So, jetzt da haben wir immer Wolfgang. Haben wir immer Wolfgang gesagt. Das habe ich manchmal, wenn ich. Nee, Wolfgang, Alter. Ja, Wolfgang. Es kommt immer, wenn ich viel aufnehme, dann setzt mein Kopf gerne mal aus. Sag nur Sandmann-Thema. Nee, das war produktiv. Da bin ich stolz, dass ich das angesprochen habe. Bin ich stolz drauf. Okay. So. Hey, mein Haus, das sieht auch schon geil aus. Ja, meins ist aktuell ein Kasten. Ein Schuhkarton. Ich kann irgendwie nur Schuhkartons bauen. Habe ich früher immer so gebaut in Minecraft. Mach ich immer noch. Jetzt? Ja, ich versuche es jetzt mittlerweile zu lassen, denn das kann man nicht bringen. Aber man muss dazu sagen, in Minecraft bin ich auch nicht der Bauer, da bin ich auch nicht der Kreative. Ich bin mehr so der Techniker, was das angeht. Ich bin richtig unkreativ, jetzt auch in V-Live. Ja, ich weiß. Ja, dafür bin ich halt so mehr mit der mit Technik und so, mit Computer und so. Dafür bin ich damit mehr vertraut. So. Perfekt. Meine Hütte wird voll geil. Meine Hütte wird voll gastig. Die ist jetzt schon gastig. Hier muss ich gucken, dass ich das mit dem Dach rette. Können wir eine Roomtour machen, genau. Genau, wo nichts drin steht. Ein Gaming-Raum kommt da natürlich auch rein. Leider gibt es ja keine Computer. Leider.
aber Regenwürmer haben sie rein, weißt du? Regenwürmer, die man ja auch so braucht. Ja, zum Angeln. Oh. Minecraft, da nimmst du einfach eine normale Angel, weißt du? Aber wir sind nicht in Minecraft. Ich meine nur. So, der Boden wird 2 Blöcke dick werden, weil wir nicht Slabs auf eine Slabs stapeln können, leider Gottes, was leider in Minecraft auch nicht geht. Ja, ich frage mich, warum das so ist. Wahrscheinlich mit der Hitbox oder so. Das ist deswegen einfach nicht. Ich frag jetzt nicht, was das ist. Hitbox, keine Ahnung. Okay. Ja, wenn ich das erkläre, da. Schafft man ja Folge nicht. Kannst du ja ein Video draus machen, was ist eine Hitbox? Siehst du, da hast du dann auch Videos, weißt du? Easy. So Erklärvideos, weißt du schon? Ja, aber meine Zuschauer... Du musst so sprechen, so, eine Hitbox ist... Also, die Hitbox. Was ich auch unbedingt noch mal Kanal machen möchte, ich weiß nicht, ob, wenn das Video veröffentlicht wird, ob ich das schon gemacht habe. Nochmal ein Teil 2 zwischen der Vergleich zwischen Minecraft Windows 10 und Java Edition. Quasi nochmal neu zu machen. Und wie kommst du darauf? Weil das Video, was ich gemacht habe, ist grottenschlecht. Da bin ich sowas von unzufrieden. Hat aber mehrere tausend Aufrufe. Das ist das einzige Video, was so oft aufgerufen wird auf meinem Kanal. Das ist heftig. Bis jetzt noch wird da kommentiert. Das ist heftig. Wie du da so redest, so ja, ohne ist, Emotionen, ja, ich weiß, so ich weiß, ich weiß, dumpf. Ich weiß, das geht gar nicht, wo ich mir so, mittlerweile denke ich mir, wie konnte ich das nur hochladen, was ich eigentlich von meinen... Hättest du mal mich gefragt, hätte ich dir... Was ich auch von meinen ganzen alten Videos denke. Jetzt musst du die rausnehmen, jetzt gucken alle Leute deine Videos an. Ja, was sollen die machen? Ich meine, das gehört irgendwie zur Geschichte, zu meinem Kanal, ne, weil ich finde, jeder fängt Scheiße an. Ja, ist so. Du hast besonders scheiße angefangen. Ja, und dann hab ich halt besonders scheiße angefangen. Nein. Das ist halt so. Ja, auch schon 2015 war es, glaube ich, oder? Erste Video ungefähr, glaub schon. Ja, könnte hinkommen. Boah, meine Stimme damals. Wenn ich mir das jetzt anhöre, dann denke ich mir so, scheiße. Ja. Das ist so hoch. Könnt ihr mal gerne mal machen auf meinem Kanal. Einfach mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Sortieren nach ältesten Videos. Und dann einfach mal hier die erste Folge, mein erstes Let's Play da anschauen. Da war ich ja auch dabei und The Railroad. Ja. Da gab es nur 2 Folgen, weil dann hatten wir technische Probleme. Dann war fast ein Jahr oder 1,5 Jahre Ruhe. Leider. Und dann habe ich irgendwann den Betrieb wieder aufgenommen. Und ich sah, dass das gut war. Das Betrieb aufnehmen auf meinem Kanal. Vor allem, ich bin da auch nicht so dahinter, was Abonnentenzahlen angeht. Ich mach's, was mir Spaß macht. Totenstille. Ja, ich wollte, also was soll man dazu sagen, also, wenn man nur das macht und wegen Abonnenten, ja, so, sind verfehlt, würde ich jetzt mal so behaupten. Das wird 30 Folgen dauern, bis ich da fertig bin, ja, das ist, ich finde es ganz chillig, darüber so Themen zu quatschen. Ihr könnt mal so in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ich werde zwar erst... Dann müssen wir jetzt so einen Podcast machen, dann reden wir über so komische Themen wie den Sandmann und so. Sandmann, die Umweltsau. Hey, komm mal zu mir schon mal, meins sieht auch nicht schlecht aus, weil ich kann echt geil hier oben auf meinem Dach nochmal irgendwie was anpflanzen. Oder irgendwie Garten oben drauf oder irgendwas Cooles halt. Ja, ich würde aber sagen...
Das schauen wir uns in der nächsten Folge an, weil die Zeit ist nämlich um. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like und ein Abo da lassen. Das würde uns richtig freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, was wir hier so in Weißen World nochmal machen können, wie ihr das so findet, wenn wir hier so bauen und so quatschen. Auch mal so Themenwünsche in die Kommentare, über was wir so reden können. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Weißen World. Bye!